für alle hier gebliebenen oder dazugekommenen würde ich jetzt einmal ja, meine Record Lathe, also Schallplattenschneidmaschine, wie es öfter schon mal genannt wird, um es irgendwie im Deutschen greifbarer zu machen, möchte ich gerne die Maschine einmal vorstellen und ja, dann in dem Zuge auch einfach mal versuchen, eine Schallplatte aufzunehmen. Hierbei verwende ich jetzt nicht Material, also PVC, sondern halt, weil es einfach günstig ist, alte Werbe-CDs, also das Material einer CD eben Polycarbonat. Und naja, ich möchte mit einem ganz kurzen Vortrag einsteigen, indem ich nochmal kurz so erkläre, was ist hierbei jetzt anders als das, was ich eben erklärt hatte, wie Schallplatten erzeugt werden, wie Schallplatten gepresst werden. Und zwar haben wir gesehen, die Rille wird geschnitten über einen Schneidstichel. In dem Fall beim Plattenschneiden wird halt ein Schneidstichel, der von vorne eine 90-Grad-Rille erzeugt und flach, also an dieser Stelle flach ist, der dort das Material wirklich aus dem Grundmaterial rausschneidet und dort wirklich einen Span erzeugt. Im Idealfall sieht die Rille von der Seite betrachtet halt so aus. Das erfordert allerdings auch eine hohe Präzision. Wie ich am Anfang sagte, es kann passieren, dass falls irgendwie Staubkorn oder etwas, was auf der Platte liegt, nicht richtig abgeführt wird, unter den Schneidstichel gerät, kann es sein, dass dieser abbricht, Unebenheiten in der Platte entstehen, aber eben auch, wie ich das Ganze ausrichte, wie ich die Maschine aufbaue, die das schneidet, das muss alles sehr genau sein und macht das Ganze zumindest für den Heimgebrauch schon recht kompliziert. Und das ist eben so das Standardvorgehen, wie Schallplatten erstellt werden. Entweder, wie wir gesehen haben, für das Masterschneiden, also auf einer Aluminiumplatte Lack draufgeben, da reinschneiden, dann über galvanischen Prozess Kopien erzeugen und daraus dann Schallplatten pressen. Oder aber auch direkt Material aus Polyvinylcarbonat in eine in Schallplattenform pressen, ohne Rille drauf, also komplett glatt, wie ich bei einer Platte gezeigt hatte, die ist komplett glatt und dort kann auch mit so einer Maschine direkt auf das fertige Material eine Rille hineingeschnitten werden. Und das ist so das Vorgehen, wie Einzelauflagen oder auch große Auflagen zum Pressen erstellt werden können. Was jetzt so ein bisschen nebenher noch existiert, was einerseits einfacher ist, ist das Embossing. Wobei Embossing, der Begriff sich so festgesetzt hat, aber etwas irreführend ist, weil Embossing hieße, ich hebe etwas aus dem Material raus, was vielleicht etwas passender wäre im Englischen, wäre Impressing. Denn es geht darum, dass ich nicht mit einer Nadel, also mit einem Schneidstichel, Material aus der Rille rausschneide, sondern ich habe eine Nadel, die ich nicht senkrecht anwinkel und die auch keine gerade Schnittkante hat, sondern die in Drehrichtung angeneigt wird, meistens so circa 65 Grad, aber da kann man auch sehr variieren und da muss man viel rumexperimentieren. Und was dann passiert ist, ich drücke die Nadel auf das Material und was passiert ist, so ein bisschen wie wenn ich einen Stock am Strand durch den Sand ziehe. Ich ziehe den Stock durch den Sand und hinterlasse eine Rille, aber das, was nachher in dieser Rille fehlt, ist an den Seiten aufgeworfen. Und so sieht man das auch hier in der Seitenansicht von dem Material. Das hat einerseits zum Problem, dass das Material weggedrückt werden muss, aber dadurch, dass ich hier diesen Überwurf erzeuge und zwei Rillen halt immer recht nah beieinander sind, kann es passieren, wenn ich die Nadel einsetze, dass sie nicht in diese Rille reinfällt und das Audiosignal abspielt, sondern irgendwo dazwischen hier einfach reinfällt und dort dann so ein bisschen hin und her eiert und dann hört man so ein verzerrtes Signal mit irgendwie einem Echo und das ist eben ein Problem, weswegen das eben auch nicht so das ist, wie Schallplatten für den allgemeinen Gebrauch hergestellt werden. Es ist aber deutlich einfacher, also es sind nicht so viele kritische Parameter, es ist nicht so teuer, dass man einen sehr teuren Schneidstichel braucht, sondern Stahlnadeln, die einigermaßen gut geschliffen sind, reichen da eben auch für. Und deshalb bin ich diesen Weg gegangen, weil es eben einfach nur so ein Experimentieren ist, nichts wirklich ernst gemeint ist, sondern einfach nur Interesse an der Technik und wie man sowas auch selber erstellen könnte. Und es gibt dafür auch solche Maschinen, wie in dem Fall zu sehen eine Presto 6N, ein etwas älteres Gerät. Und was hier passiert ist, ähnlich wie bei zum Beispiel einer Neumann-Maschine, es gibt hier einen Arm, der über das Material hinwegfährt linear und dort den Schneidkopf, also Cutterhead, hin und her bewegt. Und es ist hier vorne eine Stahlnadel drin, die sich auch mit horizontaler Modulation, in diesem Fall ist es ein Monokopf, also nur horizontal, aber es gibt auch wie in meinem Fall, wie ich das gebaut habe, Stereo-Cutterheads, die eben, wie wir gesehen haben, in zwei Dimensionen schneiden und dort dann das Stereo-Signal reinbringen. Das Ganze ist dadurch, dass ich eben Material wegdrücke, dass ich statt einem Schneidstichel
ja, irgendwie so eine konische Nadel habe, ist das Ganze, ja, man könnte sagen, ein bisschen Lo-Fi. Also ich kann nicht so ganz so hohe Frequenzen erreichen. Es klingt vielleicht ein bisschen rauschiger, aber ja, es kann halt auch ein Stilmittel sein. Aber ich habe damit trotzdem teilweise gute Ergebnisse erzielt, sodass ich ja jetzt hier stehen kann und sagen kann, ich habe zumindest hier ein paar Platten, die ich dann im Anschluss noch zeigen könnte, dass das irgendwie mal funktioniert hat. So, und dann gehe ich direkt über, wie habe ich damit angefangen? Also irgendwie, die Idee ist da, man muss anfangen, erstmal einen ganz einfachen Prototyp, ich meine, das ist jetzt hier vorne auch noch ein sehr früher Prototyp, aber irgendwie mal anfangen, funktioniert das Konzept, lässt sich da irgendwie was mitmachen und verbessern. Und da habe ich angefangen, so einen einfachen, ja, Cutterhead zu bauen. Ich bin direkt auf Stereo gegangen, also 45 Grad verschoben, zwei in dem Fall Mitteltöner. Ich habe hier dieses Exemplar auch in nicht ganz dieser ganz frühen Version, aber in einer zuletzt entstandenen Version mitgebracht. Das ist dieses Gerät. Wir haben dort die zwei, ja, einfach Lautsprecher, die die Membran vibrieren. Dort sind aus Plastik solche, ja, Kegel dran geklebt, die halt die Vibrationen von der Membran auf diese Nadelaufhängung übertragen. Und ebenso wie wir gesehen haben, Stereo, also einer ist also phasenverkehrt angeschlossen, sodass bei Stereosignal die Nadel sich im Bestfall horizontal bewegt. Man sieht, also hier, die Nadel ist hier befestigt, hier sogar in einer Lüsterklemme eingeschraubt, weil Lüsterklemmen lassen sich recht gut löten. Da habe ich dann irgendwie so den Draht da reingeschraubt, festgelötet und irgendwie an einem Dübel hier hinten festgeschraubt. Da werfe ich mir heute die Hände über dem Kopf zusammen, weil das kann nicht gut funktionieren, aber irgendwie hat es tatsächlich funktioniert. Was aber jetzt noch fehlte ist, ich muss diesen Cutterhead irgendwie linear von außen nach innen über, ja, die Platte führen, die ich schneiden will. Und dazu habe ich eine aus Resten, die so rumlagen, eine Vorrichtung gebaut. Ja, um einerseits den Tonkopf linear seitwärts bewegen zu können, aber auch das Gewicht, mit dem die Nadel nachher auf die Platte schneidet oder drückt, einstellen zu können. Und dazu einmal an einem langen Holz einen Arm hinten irgendwie mit ein paar Schrauben und ein bisschen Holzgegengewicht, sodass ich hier vorne mit einer Waage dann ausjustieren konnte, wie viel Gewicht lastet da so drauf. Und da konnte man dann auch so ein bisschen rumvariieren, wie es besser funktioniert oder eben auch schlechter. Und hier sieht man, das ist ja eigentlich noch große Teile von dem, was jetzt hier vorne steht, eine Stahlstange, eine Gewindestange. Dieser Arm kann nach links und rechts auf der Stahlstange, ja, rutschen und rotiert dadurch nicht. Und unten an der Gewindestange ist ein Klotz, der dadurch, dass die Gewindestange über einen Motor gedreht wird, diesen Arm langsam, ja, vorwärts bewegt mit einer definierten, konstanten Geschwindigkeit. Und das Ganze dann zum ersten Test. Auf dem Laptop läuft hier Linux CNC mit irgendwie einer CNC-Störung, weil ich einfach den Schrittmotor irgendwie antreiben musste und das war halt gerade da. Das heißt, hier ist ein Schrittmotor, das ist auch derselbe, der hier noch dran ist. Der, ja, es lässt sich eine konstante Geschwindigkeit einstellen, mit der die Nadel vorwärts bewegt wird. Man kann die Geschwindigkeit vorher irgendwie ausmessen, austesten und ja, damit war zumindest ein linearer Vorschub gegeben. Auch wenn die Platte jetzt hier etwas klein ist, ja, die Laufgeschwindigkeit ist, von der Nadel ist nachher dadurch geringer. Die Qualität sinkt noch mal etwas weiter, aber es ist halt günstig und für erste Versuche, bei denen ich jetzt tatsächlich auch noch bin, lässt es sich halt doch gut anwenden. Genau, und so sieht das dann gleich aus, wie in etwas kompakter, wie wir es ja auch versuchen werden. So, was waren jetzt so die Erkenntnisse, die ich aus diesem allerersten, ja, Prototypaufbau so herauserkannt habe? Ich habe gehört, Höhen sind eigentlich gar nicht vorhanden, es klingt alles sehr dumpf, die Nadel hüpft dauernd aus der Rille, springt, manchmal hat man so einen Endlos-Sprung da drin, aber es war tatsächlich Musik zu hören sogar, man konnte tatsächlich das Lied gut erkennen. Und was jetzt wirklich zu verbessern war einmal, ich muss irgendwie diese hohen Frequenzen besser übertragen und hohe Frequenzen lassen sich nur gut wiedergeben, indem ja die bewegte Masse, also in dem Fall das, was die Membran von diesem Lautsprecher auf die Nadel überträgt, die bewegte Masse dazwischen muss geringer werden, damit hohe Frequenzen besser übertragen werden können. Was ich deshalb gemacht hatte, wie gerade schon angemerkt, habe ich bei diesem Schneidkopf die Membran entfernt. Denn die hat einerseits eine Masse, die bewegt werden muss, aber sie bewegt ja auch die ganze Luft, die in der Gegend da ist. Und naja, das ist ja nicht nötig, ich will die ganze Kraft ja eigentlich auf die Nadel übertragen. Deshalb habe ich hier die Membran entfernt, was dann später dazu führte, dass irgendwie der Lautsprecher verkantete und nicht mehr funktionierte. Das heißt, ich bin dazu übergegangen, Version 2 zu bauen. Da habe ich dann direkt schon kleinere Lautsprecher benutzt, in dem Fall auch schon Hochtöner statt Mitteltöner, weil, wie wir gesehen haben, wir benutzen die RIA-Kurve. Das heißt, wir machen Bässe, machen wir leiser und Höhen, hohe Frequenzen verstärken wir, damit wir eine konstante
ja, eine gleiche Auslenkung der Nadel über den ganzen Frequenzbereich erreichen. Und deshalb ist es gar nicht nötig, irgendwie einen Mitteltöner zu haben, der gut Bässe wiedergeben kann, sondern Hochtöner reichen genauso. Und hier in dem Fall habe ich schon Hochtöner genommen. Auch wieder irgendwie Kupfer dort festgelötet, mit einer Lüsterklemme auch wieder, wo dann die Nadel dort befestigt wird. Und ja, das war so der Ansatz, die Masse zu reduzieren, die bewegt wird, und eben auch Hochtöner zu nehmen, die ja hohe Frequenzen besser wiedergeben können. Dann war noch ein großer Nachteil die Nadel. Ich habe als erster Test einfach irgendwie eine Nähnadel genommen, die sah schon irgendwie spitz aus, habe die irgendwie gebogen, da reingesteckt, und ja, dann kam irgendwie eine Rille raus. Später habe ich dann noch etwas dickere Nadeln genommen, aber alles noch nicht so geil. Und ja, die Nadel muss einerseits spitz genug sein, sodass nachher ich diese Microgrooves auch erzeugen kann, die von einer üblichen Nadel bei einem Plattenspieler abgetastet werden können. Und was bei solchen Plattenspielernadeln ja so der Fall ist, dass die Spitze, wir haben gesehen, die Nadel läuft halt spitz zu, hat aber unten ja einen Verrundungsradius. Die ist ja nicht unendlich spitz, sondern dort ist ein bestimmter Radius, der diese Spitze halt kennzeichnet. Und der ist normalerweise bei Abspielnadeln kleiner als 25 Mikrometer. Das heißt, die Nadel, mit der ich schneide, muss halt auch mindestens so spitz sein. Und deshalb, ja, da musste ich halt viel optimieren, dass das auch der Fall ist, weil sonst eiert die Nadel irgendwie an einer Rille im Boden rum, weil die Rille halt nicht spitz genug ist. Daneben gibt es noch viele weitere Parameter, die man an so einem Ding einstellen kann. Einmal, ich muss nicht Polycarbonat verwenden wie bei einer CD. Ich kann Acrylglas von verschiedenen Sorten verwenden. Ich kann PVC verwenden. Ich kann ja irgendwas beschichten mit etwas. Hauptsache, ich kriege da irgendwie eine Rille rein. Aber jedes Material hat halt eine unterschiedliche Stärke, mit der ich dann auch wieder andere Auflagekräfte brauche. Ja, in dem Fall habe ich jetzt eben eingestellt so etwa 100 Gramm. Das variiert halt sehr stark nach Nadel, nach Material, und ja, da bin ich auch noch nicht so ganz sicher, was man da so nimmt. Dann der Vorschub, das ist der lineare Vorschub, mit dem ich die Nadel von innen nach außen bewege. Hängt ja davon ab, wie breit die Rille wird. Eben auch die Rille wird je breiter, je mehr Gewicht ich auf die Nadel auswirke. Aber auch wie laut ich nachher schneide. Die Lautstärke, also wie laut ich diese Lautsprecher, diese Hochtöner da treibe, desto größer ist die Amplitude der Rille und deshalb desto höheren Vorschub brauche ich. Und den muss man austesten. Man muss nachher gucken, war die Rille dort nah genug zusammen. Also es ist immer so ein machen, nachgucken, verbessern, und genau das werde ich hier gleich auch machen müssen. Also erst einen Test schneiden und danach dann das gesamte Lied auf eine neue Platte versuchen, komplett aufzunehmen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, das Material vorzuheizen, also mit irgendeiner Rotlichtlampe, damit das leichter wird zu schneiden. Genauso beim Vorheizen kann ich die Nadel irgendwie ein Heizdraht drum wickeln, um dort dann es einfacher zu machen, das Material zu schneiden. Dann der Frequenzgang. Einerseits muss ich diese RIA-Kurve anwenden. Dazu habe ich hier auch einen Equalizer, bei dem ich grob versucht habe, diese RIA-Kurve einzustellen. Aber eben auch muss ich vorher gucken, dass bestimmte Frequenzen eben oberhalb von zum Beispiel ca. 25 kHz, unterhalb von 50 Hertz minimiert werden, damit irgendwie nicht die Resonanzen von diesem Schneidkopf dort eintreten und ich nachher einen komischen Frequenzgang habe. Also da sind auch viele Sachen, die dort angepasst werden müssen, De-Essing, und wir werden gleich noch sehen, was da noch hinzukommt, wenn ich das einmal nachstelle. Dann die Nadelneigung, also beim Schneiden einer Platte habe ich den Schneidstichel senkrecht, also 90 Grad zur Platte. In diesem Fall neige ich ihn etwas nach hinten, um eben die Platte zu gravieren, sag ich mal, also das Material nur einzudrücken. Diesen Neigungswinkel hierbei jetzt in etwa auf 65 Grad eingestellt, weil ich es irgendwo gelesen habe, dass zum Beispiel diese Presto-Maschinen das so eingestellt hatten. Dann die Nadel, einerseits, was für ein Material ist die Nadel, wie lang ist die Nadel, wie weit steht sie dort heraus und auch wie spitz ist die Nadel. Ja, zwar, man könnte jetzt meinen, dass die Nadel, okay, ich spitze sie 90 Grad an. Das Problem ist aber, ich habe die Nadel ja nicht in 90 Grad zur Platte, sodass ich wie bei einem Schneidstichel eben diesen 90 Grad Winkel auch nachher in der Rille habe, sondern dadurch, dass ich die Nadel nach hinten anneige, umso weiter ich sie neige, desto flacher wird die Rille, die ich nachher in das Material bringe. Das heißt, je weiter ich neige, desto spitzer muss ich die Nadel vorher schleifen, dass ich nachher eine 90 Grad Rille habe. In diesem Fall habe ich jetzt angepeilt bei 65 Grad Neigung einen Winkel von etwa 84 Grad. Und jetzt ging es darum, irgendwie diese Nadel auch besser herstellen zu können und vor allem gezielter und auch unter diese 25 Mikrometer Verrundungsradius zu kommen, sodass das eben auch zumindest theoretisch abspielbar wird.
Dazu habe ich eine Vorrichtung gebaut. Hier eine umgebaute Festplatte, auf der auf einer Platte oben Schleifpapier drauf aufgeklebt wurde. In diesem Fall ist es, glaube ich, so circa 300er Schleifpapier. Dann habe ich hier ein Schleifgerät, wo vorne dann die Nadel, in dem Fall habe ich erst Stahlnadeln genommen, später bin ich dann zu Wolfram-Elektroden vom Wickschweißen übergegangen mit 1,5 mm Durchmesser, weil sie eben ein härteres Material sind und in der Hoffnung darauf, dass sie dort länger halten. Vorne eingespannt, den Winkel ausgemessen, wie die Nadel zu der Platte steht. Dann die Festplatte eingeschaltet, die dreht sich auf einer sehr hohen Geschwindigkeit. Das Schleifgerät eingeschaltet, sodass die Nadel sich dreht, die Platte sich auch dreht und die Nadel konisch zugeschliffen wird und ja, halt möglichst gleichmäßig und auch gezielt und dass ich das für mehrere Nadeln auch gleich machen kann. So sieht das dann aus, das lasse ich dann so eine Minute oder zwei schleifen, dann hat die Nadel schon mal grob die Form, die ich haben will. Und dann will ich jetzt noch die Riefen dort rausbekommen und das Ganze etwas feiner schleifen. Dazu nehme ich in dem Fall sehr feines Schleifpapier, was auch schon abgenutzt ist, also sich eigentlich samtweich anfühlt. Dann noch mit Wasser hinzugefügt, damit es nass geschliffen wird und dann doch schon für längere Zeit, also irgendwie 5 Minuten, mit möglichst wenig Gewicht auf diesen Mechanismus ausgeübt, sodass die Nadel gerade so draufschleift und möglichst glatt geschliffen wird. Und hier ist mal so ein Makrobild von der Nadel. Wenn wir hier messen, die Nadel hat einen Durchmesser von 1,5 mm, das lässt sich ja recht leicht ausmessen und war eben auch auf der Verpackung so angegeben. Dann kann ich jetzt einmal Referenz messen, ob das so stimmt. Hier habe ich mal ein Haar von mir nebengelegt, ausgemessen 57 Mikrometer. Das kommt so für eine Haardicke grob hin, also ist da schon mal nicht ein grober Messfehler drin. Was aber auch viel, einerseits wichtig ist, ich kann hier oben sagen, dass der Verrundungsradius zumindest kleiner als die Hälfte von diesem Haar ist. Damit liege ich schon mal so grob unter 25 Mikrometer, also könnte es klappen. Und aber auch den Winkel der Nadelspitze. In dem Fall habe ich ausgemessen 84,6 Grad. Das ist jetzt so eine Nadel, die ich auch eingespannt habe. Ich hoffe mal, dass das einigermaßen funktionieren wird. So, und dann wollen wir dazu übergehen, das einfach mal zu machen. Hier habe ich mal meinen Workflow aufgeschrieben. Das sind so die Sachen, die ich machen muss. Base to Center. Das heißt, tiefe Frequenzen möchte ich nicht, dass die Stereoanteil haben. Weil wir haben am Anfang gesehen, Stereoanteil wird über so einen Stereo-Schneidkopf dadurch realisiert, dass sich die Tiefe im Endeffekt der Rille verändert. Und ich möchte nicht, dass nachher die Nadel springt, dadurch, dass die Tiefe sich stark ändert und die Nadel dann aus der Rille springt. Deshalb ist es fürs Gehör jetzt gar nicht so schlimm, wenn ich alles irgendwie unter 200 Hertz oder in dem Fall einfach unter 400 Hertz jetzt Mono mache. Das hört man nicht, aber ist in dem Fall ein großer Vorteil fürs Schneiden. Dann das Ganze mit Hoch- und Tiefpassfilter begrenzen auf irgendwie 100 Hertz bis 15 Kilohertz. Nachher normalisieren, dass ich einmal einen bestimmten Lautstärkepegel habe und dann sagen kann, ich habe die Einstellung, nimm nachher ein anderes Lied und weiß so grob, welche Lautstärkeeinstellung jetzt für das Lied funktionieren könnte. Am Ende noch die invertierte RIA-Kurve, das habe ich sonst immer gemacht, halt digital über Audacity. Jetzt habe ich hier diesen Equalizer, mit dem ich das jetzt, glaube ich, sogar das erste Mal probieren möchte. Das heißt, dieser Schritt kann dann auch im Digitalen entfallen. Und nochmal so ein paar Eckdaten, die ich habe. Ich habe eine 84 Grad geschliffene Wolframnadel mit 85 Grad Neigung. Habe hier eben mit einer kleinen Waage ausgemessen über das Gegengewicht hier bei diesem Arm, der sich bewegen lässt, dass auf der Nadel etwa diese 100 Gramm aufliegen. Naja, so 100 Gramm lag ich bisher immer ganz okay. Ich benutze dann 45 Umdrehungen pro Minute auf dem Material einer CD, also Polycarbonat. 45 Umdrehungen pro Minute deshalb einfach, weil höhere Laufgeschwindigkeit. Eine CD ist noch kleiner als ein 7 Zoll Single, also möglichst schnell. Ich habe in etwa 8 mm pro Minute Vorschub. Das habe ich einfach mal so rausgeguckt, nachgeguckt, wie nah die Rillen beieinander liegen. Und damit kann man sich ja tatsächlich ausmessen, wie viel, wenn ich jetzt 8 mm konstanten Vorschub habe. Dann weiß ich, oh, keine Ahnung, wie viel sind das jetzt? 3 cm ist der Bereich der CD, hätte ich dann 3 Minuten an Lied. Aber ich habe es auch schon geschafft, 5 Minuten Lieder zu schneiden, ein bisschen weniger, so weit wie es geht nach innen geschnitten. Aber da merkt man dann wirklich, außen ist das noch hörbar und innen wird es dann sehr, sehr merkbar, ja. Also ich habe die auch bei, wir können nachher mal reinhören, das merkt man wirklich deutlich, dass da die Qualität sinkt. Genau, und dann zeige ich jetzt einmal bei Audacity, wie ich hier so die Filter anwende. Das ist das Programm, viele werden es schon mal gesehen haben. Ich habe jetzt hier das Lied einfach reingeladen.
3 Minuten lang. Das heißt, es sollte auch jetzt ganz gut auf diese Platte passen, ohne dass ich da groß quetschen muss. Und das Erste, was ich sagte, wir brauchen den Bass to Center. Das ist ein Plugin, was man sich runterladen kann. 400 Hertz. Als Nächstes dann den Hochpassfilter, wobei die Reihenfolge Hochpass-Tiefpass jetzt egal ist. Dort gucken wir nach. 100 Hertz, steht schon drin. Und einmal den Tiefpassfilter für 15 kHz. So, genau. Und dann geht es jetzt darum, erstmal irgendwie zu schneiden. Und der Vorteil hier dran ist, wenn wir mal auf dieses Gerät gucken, genau, hier sehen wir diese, ja, mein Record Lathe aufgebaut auf einem Plattenspieler. Der Plattenspieler ist hierbei einer, den ich mir so ein bisschen im Hinblick darauf auch ausgesucht habe, der eine hohe Kraft hat. Das heißt, man sieht das hier schon, man kennt das von Plattenspielern wie den anderen älteren, den ich eben noch hier stehen hatte. Man macht ihn an und es dauert so 5 Sekunden, bis die Platte die Geschwindigkeit erreichbar hat. Hierbei, ja, es ist halt ein DJ-Plattenspieler, man drückt Start und innerhalb von einer Sekunde ist die Geschwindigkeit erreicht. Das zeigt, dass ja, der Direktantrieb schon eine recht hohe Kraft hat, die eben hierbei vielleicht jetzt bei der CD noch nicht so gebraucht wird, aber sobald ich größer schneide, ist dort eben eine merkliche Kraft, die auf diesem Teller oder auf diesem Motor lastet und die überwunden werden muss, damit die Platte trotzdem mit einer konstanten Geschwindigkeit dreht. So, jetzt dreht sich hier diese Platte. Wir sehen hier vorne, wir sehen hier vorne die ganze Apparatur. Das heißt, hier vorne ist der Cutterhead dran, hier nochmal andere und noch kleinere Hochtöner. Das heißt, ich habe immer versucht, diesen Cutterhead kleiner und kleiner zu bauen, um insgesamt weniger bewegte Masse zu haben, über eben die Länge, die ich bis zur Nadel hin überbrücken muss, aber eben auch, um ja, das ganze Format kleiner zu halten und weil eben Hochtöner in dem Bereich auch kleiner werden. Diese ganze Vorrichtung kann einmal mit dem Gegengewicht hier hinten sich so vorwärts und rückwärts neigen. Und wenn ich an der Seite den Hebel runter bewege, senkt sie sich auch ab bis auf die Platte runter. Das Ganze bewegt sich dann diesmal hier auf zwei Führungen und kann sich horizontal über die Platte bewegen. Und was wir jetzt haben, wir müssen den Schneidkopf noch mal etwas angucken. Wir sehen hier die Stäbe, die von den Membranen, von den Hochtönern kommen, gehen hier an ein Aluminiumstück, was hinten über so ein über eine V-Feder gekoppelt ist, sodass sie sich möglichst nicht vorwärts und rückwärts bewegt, vor allem durch die Kraft, die nachher auf die Nadel wirkt in Vorwärtsrichtung, sodass die Nadel sich aber trotzdem noch seitwärts biegen kann. Und deswegen ist diese Art von Aufhängung schon recht gut. Die Nadel ist hier durch ein Loch, was hier reingebohrt ist, eingesteckt und wird vorne durch eine Schraube fixiert. Diese Nadel kann ich dann jetzt dorthin bewegen. Und wenn ich hier alles richtig eingestellt habe, sollte diese Nadel auch über die Platte fahren können. Gucken wir mal, ob ich sie runterbewegen kann. Genau. Ich kann sie dort runterbewegen und dann auf die Oberfläche drücken. Die CD ist in dem Fall hier in der Mitte festgedrückt, außen noch mit Teser, der sich hier so ein bisschen vorbei bewegt, befestigt. Dann kann man den Motor noch einschalten und dann dreht sich das. Und über die Gewindestange, die dort oben aufliegt, sollte man jetzt hier ganz langsam sehen können, dass sich der Schneidkopf als komplettes zur Plattenmitte fortbewegt. Und damit würde ich dann jetzt gleich versuchen, während er das tut, einerseits die Rille zu schneiden, in dem gleichen Zug aber mit dem Tonarm von dem Plattenspieler dort in die Rille reinzugehen und gleichzeitig mitzuhören, was ich dort schneide. Das heißt, ich kann während ich schneide ein bisschen an der Lautstärke rumspielen und dann gucken, ab wann verzerrt das Signal zu stark und was ist so meine maximale Lautstärke. Und nachdem ich das gemacht habe, kann ich dann eine neue CD auflegen, das gleiche nochmal machen und mit der herausgefundenen Lautstärke das komplette Lied schneiden. Und das würde ich jetzt hier einfach mal versuchen. Ich starte einfach mal irgendwo im Lied, wo ein bisschen Lautstärke ist. Einfach mal abspielen. Wenn ich jetzt hier ein bisschen die Lautstärke von diesem Verstärker aufdrehe, dann hört man den Ton. Und jetzt lasse ich die Nadel mal runter, mache den Vorschub an. Wir sehen vermutlich, es bildet sich eine Rille. Jetzt nehme ich meinen Tonarm, lege ihn dort ein.
nicht sicher, ob ich getroffen habe. Ich habe jetzt mal so grob eingestellt, bis wohin es irgendwann verzerrter klang. Und ja, das könnte jetzt funktionieren. Wir probieren es einfach mal aus. Das heißt, ich brauche jetzt halt wieder den Platz dort. Schiebe den Schneidkopf zur Seite. Mach den Kleber ab. Aber wir nehmen die einfach mal. Mal gucken, was da so wird. Da ist ein bisschen Staub drauf, aber so, das muss da drauf, damit die Platte auch wirklich festgedrückt wird. Und dann brauche ich etwas Klebeband. Einfach, damit sich die Platte nicht irgendwie zur Seite dreht, während dort das Gewicht aufgesetzt wird. So, noch ein bisschen den Staub, so gut es geht, runterpusten. So, ich mache nochmal den Vorschub an. Warte, bis die Nadel an etwa der Stelle ist, wo ich sie schneiden kann. Und ja, die Einstellung stimmt noch. Würde dann die Rille anfangen zu schneiden, dann das Lied starten, dann durchlaufen lassen. Und ich weiß nicht, ob das gerade funktioniert hat, dass wir hier das Signal mithören konnten. Dann drehe ich hier einfach nochmal auf und dann können wir halt, wenn ich die Nadel aufsetze, das hören, was da geschnitten wurde. So, ich bin jetzt über die Klebestreifen, glaube ich, hinweg, lege die Nadel auf, warte etwas, damit am Anfang ja, ein bisschen Freilauf ist, starte dann das Lied. Man hört es halt hier schon sehr laut raus. Ich versuche jetzt mal. Hört es jetzt sehr verschoben. Ich mach das nochmal aus. Vielleicht hören wir uns das nachher einfach nochmal einzeln an, ohne diese hohen Frequenzen, das hohe frequente Kreischen von diesem Hochtöner dazwischen. Es gibt auch noch die Möglichkeiten, also in dem Fall ist es jetzt ein, ja, man könnte sagen, Open-Loop-System. Das heißt, ich habe das Signal, ich gebe es auf die ja, Lautsprecher aus und es wird geschnitten. Aber ich weiß nicht, ob das die Bewegungen sind, die ich auch wirklich ausgeben will oder die Bewegungen, die dieser Lautsprecher machen will. Und es gibt auch Closed-Loop-Systeme, das heißt, ich kann an diese, da habe ich einen Schatten, an diese Arme der Membran, die Arme, die sich bewegen und das Signal auf die Nadel übertragen, kann ich ja auch wieder über eine Art Mikrofon mit Magnet und einer Spule das Signal wieder abnehmen und dann über einen geschlossenen Loop da wieder gegen zu regeln und aktiv den Frequenzgang anzupassen, während er geschnitten wird. Die Sache ist natürlich, wenn ich jetzt hier wieder draufsteige, dann ist jedes Geräusch, was irgendwie auf diesen Tisch übertragen wird, wird nachher auch auf die Schallplatte übertragen. Vorschub erhöhen. Vorschub ausschalten und hochheben. So, und jetzt haben wir eine Schallplatte erstellt. Jo, und dann versuchen wir uns das mal zuletzt anzuhören. Und dann ist eine etwas komische Position, aus der ich das hier einsetze.
Ja, ich glaube, sie ist gegriffen. Es kann jetzt natürlich passieren, dass die Nadel zwischen diesen Rillen liegt. Damit wäre ich mit der Demonstration fertig. Bedanke mich, dass ihr zu später Stunde noch hier wart.